Ja, diese berufsjugendlichen Spieleredakteure, kaum sind sie außer Landes, benehmen sie sich wie die Axt im Walde und springen, wie hier zu sehen, gleich am Flughafen von Seattle auf fremder Leute Autos. Da muss man sich nicht wundern, wenn die einheimische Bevölkerung das weniger amüsiert zur Kenntnis nimmt und dementsprechend reagiert. Scherz beiseite und willkommen zu unserer kleinen Tour durch den Koop-Shooter Left 4 Dead, den wir beim Entwickler Valve im kleinen Städtchen Bellevue nahe Seattle getestet haben und in dem man durchs Aktivieren von Autoalarmanlagen tatsächlich Gegnerhorden anlocken kann. Der Aufbau von Left 4 Dead ist recht simpel. Vier Gestalten, nämlich Francis, Bill, Louis und Zoe, haben sich zusammengetan, um durch vier Kapitel A5 Levels vor Zombies zu fliehen. In eine der vier Gestalten schlüpfen sie, die anderen drei werden entweder von der KI übernommen oder, wie hier, von echten Spielern. Dass das Spiel sich Zombie-Filme wie 28 Weeks Later zum Vorbild genommen hat, bemerken sie spätestens daran, dass die Ladebildschirme sich ihm als Filmplakate präsentieren. Nach den jeweiligen Kapiteln gibt es dazu passend auch einen langen Abspann, doch den, genau, am Ende des Kapitels. Weil in der bisherigen Berichterstattung von Left 4 Dead zumeist das erste Kapitel zu sehen war, in dem die vier Helden in einer Stadt bzw. in einem Krankenhaus unterwegs sind, zeigen wir ihnen nun größtenteils Außenareale, die allerdings auch allesamt Schläuche sind. Das Ziel im Kapitel Death Toll ist ein Bootshaus. Dort soll das Team von einem Fischkutter aufgelesen werden. Auf dem Weg dorthin warten quasi hinter jedem Holzzaun reichlich Gegner auf die vier. Doch reines Plätten von Durchschnitts-Zombie-Fluten alleine macht auf Dauer keine Freude. Left 4 Dead hält deswegen vier Boss-Zombie-Arten parat, die dank cleverer Spieleroutinen im Hintergrund stets überraschend und niemals an den gleichen Stellen angreifen. Wenn sich jemand zurückfallen lässt, ist er ein gefundenes Fressen für plötzlich auftauchende Smoker etwa, die mit ihrer langen Zunge Helden bis zum Tode würgen können. In der Gewalt eines Smokers sind sie völlig wehrlos. Ihre Kameraden müssen helfen. Gleiches gilt übrigens auch, wenn sie einen Hunter erwischt hat. Die vier Überlebenskünstler sind am Bootshaus angekommen und haben den Hilferuf via Funk losgelassen. Nun gilt es, wie immer am Ende eines Kapitels, etwa 10 Minuten auszuhalten und Angreiferwelle nach Angreiferwelle abzuwehren. Hier jetzt übrigens wunderbar zu sehen, wie das Spiel es fertig bringt, dass sie ihre Kollegen nie aus den Augen verlieren. Das Programm zeigt ihnen die Mitstreiter als leuchtende Silhouetten selbst durch Wände hindurch. Diese dramatische Musik und das laute Knurren kann nur eines bedeuten. Ein Tank ist aufgetaucht. Der größte und stärkste der Bossgegner schleudert sie meterweit durch die Gegend oder wirft mit Felsbrocken nach ihnen, also besser auf Abstand bleiben und schnell ausschalten. Wir nehmen den Molotow-Cocktail, den wir gerade gefunden haben, zur Hand und erhalten gleich das Achievement Leuchtturm fürs mehrfache Anfackeln eines solchen Kolosses. Endlich ist das Boot da und wir machen uns auf den Weg zum Steg. Logisch aber, dass Left 4 Dead ihnen in solchen Momenten extra viele Zombies und Bossgegner auf den Hals setzt. Erst überrennt uns eine gewöhnliche Horde Infizierter fast. Dann werden wir das Opfer eines Hunters. Man rettet uns. Und gleich darauf kassieren wir den Schlag eines Tanks in den Nacken. An dieser Stelle nochmal besonderen Dank an die wackeren Mitstreiter, die uns zweifach hier rausgeboxt und uns die sichere Abreise ermöglicht haben. Apropos ab. Im Abspann gibt's dann die gebündelten Statistiken des Kapitels. Das ist passend und sehr, sehr klasse umgesetzt. Um Ihnen zu zeigen, wie gut Left 4 Dead auch mit KI-Begleitern funktioniert, hier eine kleine Szene, in der wir uns absichtlich wohlgemerkt von einem Smoker einfangen lassen. Aus Entfernung holzt Bill den Gegner sicher weg. Überhaupt sind die vom Spiel gesteuerten Helden enorm treffsicher. Zuweilen für unseren Geschmack sogar zu treffsicher. Über Schaden durch Friendly Fire werden sie sich bei den NPCs jedenfalls selten beschweren können. Um es authentischer und letztlich spaßiger zu haben, sollten sie Left 4 Dead besser im Koop oder noch besser im Versus-Modus angehen. Versus deswegen, weil die Boss-Zombies darin von Spielern gesteuert werden. Wie dieser Hunter, der sich auf uns gestürzt hatte. Und Zoe liegt auch schon am Boden. Komm schon, los, steh auf! Doch kaum gerettet, fällt uns abermals ein Hunter an. Und gleich darauf überschüttet uns ein Boomer mit seiner Kotze. Die lockt zig normale Zombies an. Verflixt. Die Rettungsaktion ging ähnlich in die Hose wie die verzweifelten Schüsse, die wir jetzt aus unseren Pistolen verteilen. Den meisten Erfolg haben die Zombies, wenn sie zusammen attackieren, weil sie wie die von der KI gesteuerten Varianten im Koop- oder Singleplayer-Modus recht schnell ins Gras beißen.
Damit das klappt, spawnen sie in der Rolle der Zombies zunächst im Ghost-Modus ins Spiel und können sich dann ungesehen bewegen. Haben sie und die Kollegen eine Stelle ausgemacht, die A-tens nicht von den Flüchtlingen eingesehen werden kann und B-tens einen erfolgreichen Hinterhalt verspricht, können sie per Mausklick wirklich ins Spiel einsteigen. Damit nicht vier Tanks durchs Level toben, entscheidet das Spiel nach einem Zufallsprinzip, in welcher Zombie-Gestalt sie einsteigen. Während Michi Obermeier hier gerade als Smoker seine Zunge mit wenig Erfolg arbeiten ließ, hüpfen wir als Boomer durch die Gegend und ein weiterer Mitspieler mimt einen Hunter. Mit ihm gemeinsam hauen wir die Tür auf, die unsere Gegenspieler wohlweislich hinter sich geschlossen haben, denn doofe Zombies, die wir sind, können wir natürlich Türgriffe nicht nutzen, sondern müssen rohe Gewalt walten lassen. Apropos Gewalt, der Hunter setzt voll auf Sprunggewalt. Und wer es fertig bringt, mit einem Leben gleich mehrere Gegner anzuspringen, der wird auch mit einem Achievement dafür belohnt. Zum Abschluss der Boss-Zombie-Vorstellung ein Tank-Einsatz, der sehr deutlich zeigt, warum es von den Kolossen im Versus-Modus nur sehr selten welche zu sehen gibt. Schläge der mächtigen Klauen heben Gegenspieler nämlich in der Regel gleich aus den Schuhen. Und wir müssen was zugeben, wir haben Ihnen Unfug erzählt. Es gibt in Left 4 Dead nämlich nicht nur 4, sondern 5 Bossgegner. Die Witch ist Nummer 5 und kann nicht von Spielern übernommen werden. Die Dame sitzt in finsteren Ecken, jammert vor sich hin und wartet nur auf Unbedarfte, die ihr mit der Taschenlampe in die Fratze strahlen. Soll heißen, mit ein bisschen Geschick kann man auch an der Frau vorbeischleichen. Aber wo bleibt denn bitte der Spaß in einem Zombie-Shooter, wenn man sich an den Zombies vorbeischleicht? Ich muss dir was sagen, als Smoker bist du die totale Pfeife. Ja, und du hast keine Ahnung, was Friendly Fire ist, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Wir sollten uns darüber unterhalten, wie toll Left 4 Dead im Mehrspielermodus ist. Unbedingt. Also man kann das Spiel durchaus auch mal in der Singleplayer-Kampagne durchspielen. Da reicht aber einmal. Ja. Und der Rest, also der Zeit, hat man viel Spaß mit dem Koop und mit dem Versus vor allen Dingen im LAN und auch im Internet. Aber dann mit Headset, damit es auch mit dem Kreischen klappt. Und dann rockt das Teil.